Hallo und Kirsti, Christine hier von abgestempelt.net. Ich begrüße dich zum neuen Bastelvideo. Wir basteln nochmal mit den putzigen Eulchen, die man sich ab 60 Euro aus der Gratis-Broschüre, der Celebration-Broschüre aussuchen kann, ab einem Bestellwert von mindestens 60 Euro. Wie man die 60 Euro kriegt, siehst du in diesen ganzen Inspirations-Bastelvideos. Wir machen heute ein Kärtchen mit Fach. Wir benutzen dafür unter anderem das Papier, das hier noch für 120 Euro drin ist. Auch das wird für die meisten kein Problem sein zu erreichen. Dieses fröhliche Muster, das ist ganz putzig. Da habe ich mir jetzt drei verschiedene blau-grüne Papiere rausgesucht. Das ist halt das Schöne an unseren Papieren. Da passt immer alles schön zusammen. Das wären die Rückseiten dieser drei Papiere. Und eben passend dazu eine Grundkarte in Babyblau. Das Papier blende ich euch im Video hier mit ein. Wie man Grundkarten bastelt, habe ich schon ein extra Video gemacht. Genauso, also das verlinke ich euch auch noch, genauso wie über die einzelnen Papierstärken, die man fürs Kartenbasteln so braucht, beziehungsweise sich, wenn man sich informieren möchte, dass man da Bescheid weiß. Wir nehmen jetzt unseren Papierschneider und schneiden jeweils von den Papieren einen 2 cm breiten Streifen ab. Das ist so ein Kartensketch, den man immer wieder verwenden kann. Also ein Kartensketch ist quasi ein Layout einer Karte. Dann brauchen wir noch einen Aufleger für unsere Karte. Den schneiden wir uns auch mit dem Papierschneider zurecht. Und zwar, also so, alle Maße schreibe ich euch sowieso noch mit rein. 14,35 mal 10 cm, meine berüchtigten halben Zentimeter Etappen. Das kann man gleich mit unserem Flüssigkleber draufkleben. Und jetzt nehmen wir unsere Silikonmatte. Haben wir ja auch schon mal gemacht diese Woche. Und kleben uns die Streifen. Einfach so, wie wir sie haben möchten. Auf unser Kärtchen einfach drauf. Flüssigkleber auf jeden Streifen und dann einfach das Ganze so schräg, wie man möchte, über die Karte legen. Kommt der nächste Streifen, den klebt man einfach schön drunter und den nächsten Streifen. Kann man natürlich mit beliebig vielen Streifen machen. Ist auch immer ganz toll, um Reste zu verwerten, so ein Layout. Und dadurch, dass wir jetzt diese Silikonmatte drunter haben, klebt eben nichts fest. Die kann man einfach mit warmem Wasser wieder abwaschen. Nehmen wir unsere Klebeschere und schneiden einfach alles, was übersteht, mit der Schere ab. So, so. Dann nehmen wir unser Eulchen. Mein Eulchen trägt einen Brief aus. Den Brief stempeln wir gleich. Brauchen wir wieder ein Stück Grundweiß zum draufstempeln. Wer viel koloriert,
Vor allem mit den Blends benutzt dann bitte das extra starke. Wir malen jetzt hier nochmal mit den Aquarellstiften. Da haben wir einmal ein Blau. Also das ist das Einzelsortiment, ein Orange und ein Grau. Das Orange benutzen wir wieder für den Schnabel. Umso doller ihr aufdrückt, umso kräftiger werden natürlich die Farben. Blau nehmen wir für die Augen. Und das Grau benutzen wir für seinen Körper. Ich mache jetzt hier ganz leicht, damit es hell bleibt. Wieder mein Kopf und also die Innenseite, Ihr wisst, was ich meine. Vom Kopf. Und dann spitze ich mir jetzt noch mal kurz den Stift. Und jetzt können wir nämlich hier dolle aufdrücken und kriegen jetzt hier so eine dunklere Farbe hin. Dann sieht jetzt so mein Äuchchen aus und jetzt möchte ich euch mal noch einen kleinen Trick zeigen. Wer nämlich die Aquarellstifte hat. Und die Blends, da kann man nämlich ein bisschen tricksen. Ich habe jetzt hier hell Babyblau. Wenn ich jetzt hier drüber male, über das, was ich eben mit Buntstift angemalt habe, mache das jetzt mal etappenweise, dass man den Vergleich schön sieht. Dann habe ich hier hell Kürbisgelb. Machen wir jetzt mal am Fuß. Und ich habe noch hell Schiefergrau. Machen wir jetzt am besten hier mal am Gefieder. Seht ihr da den Unterschied? Wie viel knalliger das wird, das Blau zu dem Blau, das Orange zu dem Orange und das Grau zu dem Grau. Ich mache einfach noch mal eine Gegenüberstellung. Ich glaube, da kann man schon einen Unterschied sehen. Jetzt vielleicht genau nebeneinander stempeln können. Aber die zwei Eulen, ich hoffe, man kann es in der Kamera auch sehen. Also diese Farben sind um einiges satter als nur mit den Blends. Da könnt ihr mal ein bisschen rumtricksen. Schneiden wir unser Eulchen wieder mit der Schere aus. Und jetzt habe ich hier das Stempelset Full of Love, heißt das. Das gefiel mir ganz toll, weil eben dieser Umschlag mit den Blumen dabei ist. Und dieses hier für Großkarten finde ich das ganz toll mit so mit solchen Motiven. Und da kann ich euch jetzt gleich auch noch was zeigen. Und zwar braucht man jetzt nicht ganz oder nicht dieses ganze Motiv hier in Schwarz stempeln, sondern wir nehmen uns einfach unseren schwarzen Tintenstift, den Stampin' Right Marker. Da ist unsere normale Stempeltinte drin. Das hat auch, dieser Stift hat auch eine dicke und eine dünne Spitze. Und damit können wir jetzt einfach wenigstens so grob einfach nur das einfärben, was wir von dem Motiv haben wollen.
alles hier draufstempeln. Und jetzt haben wir eben nur den Umschlag. Das geht am besten mit Gummistempeln, sowas, weil die durchsichtigen Stempel die Tinte zu schnell auf. Was heißt aufsaugen, aber es geht einfach nicht so gut. Schneiden wir das hier auch einfach wieder mit der Schere aus. Und dieses Brieflein soll nämlich jetzt unser Eulchen übermitteln. Zack, zack. Weil wir da bei den Stampin' Write Markern sind, habe ich jetzt hier wieder passend in Babyblau. Also das gibt es wie unsere normalen Stempeltinten in den Farben. Und malen wir jetzt hier einfach entlang dieser Briefmarke das Herz noch an. Und jetzt kann unser Eulchen diesen Brief in die Hand kriegen. Dann ist es eine Briefeule. Und die Briefeule braucht natürlich noch was. Ich habe ja gesagt, wir machen eine Karte mit einem Fach. Dafür nehmen wir uns die Mini-Versandtasche. Man kann hier mit einem Loch reinstanzen. Man kann eine Schleife damit machen, verschiedene Etiketten dran hängen. Man hätte hier auch sogar ein Zweigchen, was die Eule noch haben könnte. Und da nehmen wir jetzt einfach ein Stück Farbkarton in Babyblau. Machen wir das Ganze hier mal kurz auf die Seite. Und stanzen das Kuvert, also diese Mini-Versandtasche, einfach damit aus. Und den Verschluss in Minzmakrone. Bevor wir das jetzt zusammenkleben, stempeln wir jetzt erstmal noch auf diese Vorderseite. Das ist diese Seite hier dann. Da sind ja diese kleinen Blümchen noch mit dabei in diesem Stempelset. Und die stempeln wir jetzt einfach Ton in Ton. Also auch in Babyblau. Nur um dieses Kuvertchen einfach ein bisschen aufzupeppen. Den Stempel immer ein bisschen drehen, damit die Motive nicht immer alle ganz gleich sind. Können wir das hier einmal nachfalten. Die Stanzform an sich trägt das Ganze schon etwas vor. Es ist trotzdem immer noch zu empfehlen, das Ganze mit einem Papierfalter nochmal nachzufalten, damit das Ganze gleich leichter zusammenzubauen ist. Hier kann man das sehen. Da ist dann so eine Linie schon eingekerbt. Brauchen wir unseren Kleber dafür, Abreißklebeband. Bringen wir einmal hier auf die Außenseite an. Und einmal hier unten. Da hatten ja jetzt auch ein paar Leutchen ihren Weihnachtsgutschein von mir drin. Stimmen wir das hier ab und jetzt können wir das einfach umlegen. Und dann ist unser Täschchen hier soweit fertig. Das Loch hätten wir in dem Fall gar nicht reinmachen müssen. Weil wir es ja jetzt hier nur aufkleben. Wir machen da nur einen gefakten, also keinen richtigen Aufhänger hin. Jetzt brauchen wir noch einen Einleger, eine Karte für innen rein. Nehmen wir auch wieder den Papierschneider Grundweiß. 9,5. Und zwar brauchen wir jetzt hier eine Länge von 9,5 mal 5,5. Und da stempeln wir jetzt noch unsere Eulenpost rein. Die stempeln wir nur in Schwarz. Und jetzt bringen wir nämlich unsere Minzmakrone Lochverstärker einfach hier an. Da tricksen wir auf. Wir nehmen einfach einen Mini-Klebepunkt dafür, um das anzukleben.
Drip, drip. Einmal hier in die Mitte, einmal da in die Mitte. Sieht sowieso niemand. Und jetzt können wir das hier einfach schön mittig so anbringen. Dann habe ich mir Band in Aquamarin. Das ist fast so ähnlich, passt aber farblich dazu. Dann machen wir einfach ein kleines Schleifchen draus. Auch das kleben wir mit so einem Mini-Klebepunkt. Jetzt einfach hier an unserem Ding da fest. Und jetzt passt es hier nämlich schon rein. Kann natürlich noch eine Kleinigkeit einstempeln. Man kann einfach eine Gutscheinkarte hinten rein machen, um das Ganze zu verstecken. Das kleben wir jetzt gleich auf unser Kärtchen drauf. Das mache ich jetzt hier mit der Klebeschnecke, mit dem Flink und Fest. Dann brauchen wir natürlich noch unsere Eule, die jetzt hier in der Karte hängt. Und unseren Brief kleben wir beides mit Abstandsklebern drauf. Ein Brief reicht ein großer. Bei der Eule nehmen wir zwei. Kann euer Eulchen hier so hochflattern. Und hat ihren Brief dabei. Jetzt haben wir hier noch so runde Glanzakzente, drei verschiedene Größen. Das benutzen wir wieder, um unser Kärtchen noch ein bisschen aufzupeppen. Und dann ist dieses Eulenkärtchen mit der Post fertig gewerkelt. Nochmal der Hinweis, wer die Woche bestellt, für mindestens 40 Euro kriegt alle Projekte, also alle Materialien für die Projekte, die wir gebastelt haben, zugeschickt von mir. Dann kann er gleich starten. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ihm einen Daumen hoch da. Abonnierst meinen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, Pfiadi. Deine Christine.